Bonsoir, Muchachos, da bin ich wieder, euer Deko von den Losers und wir zocken jetzt weiter. Outlast, endlich wieder eine Folge Outlast und ich bin alleine. Wie kommt das? Ein paar von euch hatten sich gewünscht, bei Instagram hauptsächlich, glaube ich. Ich habe sonst irgendwo gesehen, dass ich mit meiner Freundin Aufnahmen mache. Wenn ihr das immer noch wünscht, dann schreibt mal hier in die Kommentare. Vielleicht kriege ich sie ja überredet dazu, mal hier eine Aufnahme beizuwohnen. Oha. Wir waren jetzt hier in so einem komischen Schuppen gelandet und müssen hier jetzt irgendwie... Wir waren draußen schon mal, also wir sind draußen aus der Irrenanstalt. Wow! Bin ich hier jetzt richtig? Wir haben ja schon keine Finger, oder wir haben zwei Finger. Bin ich hier überhaupt richtig, Alter? Meine Fresse. Hier ist irgendwie Ende. Hier ist nichts. Wo ist denn eine Treppe? Eine Leiter hier oben. Oder soll ich hier rüber wieder? Ja, macht auch keinen Sinn. Da komme ich ja erst her von der Seite. Geht dann irgendwie runter. Was haben wir hier? Hier ist irgendwie Ende. Ende Gelände. Hier hinten ist auch nichts mehr. Dann gehen wir in die andere Richtung. Wieder hier rein in den Schuppen. Und hier links, was haben wir hier? Fenster, Radio. Und das war's auch schon. Irgendwie fehlt mir gerade ein klarer Weg. Hier kamen wir raus. Aber immerhin. Auf der anderen Seite ist so hundertprozentig nichts. Ach, können wir hier rüberspringen? Das wäre doch eine Idee. Rüberspringen. Erstmal den Monster gönnen hier, Muchachos. Wir brauchen jetzt Sprungenergie. Da sind wir schon drüben. Keule. Also, meine Battery macht Faxen. Ich denke da, was piept denn hier so? Aber ist alles in Ordnung. Okay. Okay. Nach. Da ist ja noch so eine miese. Das würde sich ja ungesund anhören. Warum pisst er sich denn hier gleich ein? Müssen wir hier hoch und dann darüber? Kann man darüber? Also noch, oder? Da chillt einer. Hundertprozentig. Wenn ich da lang gehen will, greift er mich an und packt mir irgendwie ungebührlich an den Schritt. Okay, das sieht zu aus. Die Tür ist offen. Da ist alles schwarz. Wir suchen unser Glück, da gibt's nichts. Okay. Irgendwie habe ich ja so ein bisschen die Orientierung verloren, muss ich sagen.
Geben Sie mir die Batterie, Monsieur, und lassen Sie mich in Ruhe. Greifen Sie mir bitte nicht an den Schritt. Meine Fresse, Alter. Okay, hier oben ist aber nichts mehr. Wahrscheinlich gab es hier nur eine Bonusbatterie. Speichert. Okay, wir speichern. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist okay, ich bin nicht da runtergesprungen, wo ich dachte, dass ich runterspringe. Irgendwann. Was? Fuck, wohin denn? Fuck, wohin muss ich denn? Wie komme ich her? Nö. Ach was. Okay, okay, okay. Der kann mir schon mal die Eier rasieren, der Gute. Ich weiß gar nicht, wir nennen ihn Igor. Vielleicht ein bisschen spät, um jetzt einen Namen zu geben, oder, Richardus? Aber wir nennen ihn trotzdem Igor. Der gute Igor. Okay, so wie ich das sehe, geht's hier nicht weiter. Speicher. Okay, das ist wieder richtig mit Churchill. Sag mal, kann das sein, dass wenn es blitzt, dass da auf einmal kein Haus mehr steht, sondern sonst irgendwas kommt? Wenn es blitzt, ist da kein Haus. Okay, haben wir hier drin irgendwas? Vielleicht eine Batterie. Nur so als Idee. Okay, hier wieder Licht. Wow! Wow! Alter Schwede. Was war das neue Ziel? Alter, ich hab so ein. Ich dachte, ich bin an dem vorbei, ne? Muss ich hier wieder rein raus? Das ist merkwürdig. Gucken wir doch mal. Wo sind noch mal diese B? N? N. Wasser nicht trinken. So viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen. Als hätte ich, wie in Kindertagen, ein Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Okay, mittlerweile bin ich echt auch ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Also, was zum Fick. Okay, ich habe gleich die Richtung. Oder hier in der Ecke irgendwas? In die Ecke ist nix. Ja, aber bitte nicht so hart auf den Sack hier mit dem Rumgeknüspern. Check irgendwie nicht.
Ja, genau. Das war mein Wunsch, Muchachos. Ich wollte unbedingt wieder in die Irrenanstalt, ne? Was soll ich auch draußen? Kann ich, ist da nicht irgendwo mein Auto? Kann ich einfach fahren? Wieso? You saw the wall rider, didn't you? You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Okay. Wir müssen zu Vater Martin. Da kann er rüberspringen. Eigentlich wäre sowas, finde ich, auch mal so ein guter Punkt, um mal so einen Schocker aufzubauen. So, er greift nach der Batterie, denkt so, oh, Batterie. Gierig, weil ich brauche ja, will ja was sehen. Und dann greift der Typ einfach nach meiner Hand oder sowas. Okay, ich muss hier lang. GG, wie lange haben wir eigentlich jetzt? Ist immer so angespannt hier bei Outlast, dass ich immer gar nicht darauf achte. Irgendwo strich ja noch so ein Streicher hier durch die Gegend, den wir da vorhin gesehen haben. Okay, aber hier bin ich auch irgendwie. Fresse, ey. Ach ne, Keller. Nach oben, ich weiß. Achso, ich war ja in die oberen Stockwerke. Oh. Weißt du, wie das wieder klar war, ne? Dass ich nicht einfach in die oberen Stockwerke komme. Warum muss sowas denn so sein? Das letzte Mal im Keller hatte ich eher schlechte Erfahrungen, muss ich sagen. Die Musik wieder. Hat auch gerade ein Messer in der Hand, oder? Huhuhuhu. Aber irgendwie hat es mir jetzt nichts gebracht, hier unten zu sein. Ich habe noch keinen Plan, wie ich nach oben komme. Es gab ja noch einen Weg. Tauschen wir eben die Batterie aus. Hier komme ich raus. Okay, hier sind Spinte. Hier ist irgendwer, der mich verfolgen will.
Gut, dass ich die Batterie gefunden habe. Okay, hier komme ich nach oben, aber... komme ich auch nicht nach oben. So durchgehen, wie das die ganze Zeit rumpelt, habe ich keine Lust, nach oben zu gehen, wenn ich ehrlich sein soll. Gucken, was wir bekommen haben. Kurze Einführung in die Wallrider-Mythologie. Der Wallrider, auch als Alp, Mara oder Schrat bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und der Luft dringt auf. Der Name Mara lässt auf Ma oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Was haben wir noch gefunden? Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy oder Air Force heranzuziehen. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Okay. Okay. Theorie ist klar soweit. Nach oben komme ich hier trotzdem nicht. Okay, hier kam ich aber auch nicht lang. Wenn mich nicht alles täuscht, kam ich hierher. Das ist ein scheiß Küchenraum. Batterie auf dem Boden. No Battery hier gespeichert, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich komme hier nirgendwo hin. Der Typ, der hier stand, ist weg. Bin ich bekloppt? Habe ich nach unten? Nach oben komme ich eh nicht. Habe ich unten irgendwas übersehen? Bei diesem Mr. Chogo? Hier komme ich nirgendwo längs. Okay, hier ist ja eine Wand. Da steht der Pöbelwerker. Er hat auch ein Messer in der Hand. Aber ich kann da hinten nichts erkennen, was mir irgendwie weiterhelfen sollte. Außer, dass der Choco mich anfängt zu jagen, wenn ich zu nah rangehe. Und das ist ja auch eher so nicht mein Ziel. Also, hier unten ist nichts. Nach oben geht's nicht. Da geht's nicht hin. Hier ist die Toilette. Hier ist auch nichts. Oh, die haben wir übersehen. Hier geht's nicht durch. Es gibt. Was zum Fick habe ich denn übersehen? Ich habe irgendwas übersehen. Ich weiß noch nicht wo. Hier komme ich nicht durch. Hier sind Spinte und so ein Kram. Ist irgendwo ein Loch im Fenster, wo ich durchklettern kann. Hier komme ich ja eh hin. Komme ich auch nicht durch. Und hier bin ich wieder da, wo es nach oben geht, aber ich noch wo ich weiterkomme. Muchachos, das ist irgendwie alles sehr verzwickt. Aber leider sind die 20 Minuten um. Das waren 20 Minuten Outlast, Muchachos. Schreibt in die Kommentare, ob ich demnächst mal... Was war das?
So ein Blitz. Ob ich den nächsten Mal mit meiner Freundin aufnehmen soll. Vielleicht kann ich sie ja überreden. Und vielleicht hat einen Tipp für mich, wo ich hin muss. Denn ich bin gerade echt irgendwie aufgeschmissen. Ansonsten gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal heute Abend wieder GTA 18 Uhr. Nicht verpassen. Muchachos, reingehauen.